Hallo und herzlich willkommen zu Meine Welt, meine Meinung. Heute mit Kolumnistin Nena Brockhaus. Nena, wir grüßen dich. Dein Gewinner bzw. deine Gewinnerin, die hängt mit der Corona-Pandemie zusammen. Ja, hallo ihr zwei. Ich wäre gerne im Studio gewesen bei euch, aber heute hier aus Düsseldorf. Und meine Gewinnerin ist eine Pflegehelferin aus Quakenbrück. Sie hat nämlich geklagt, dass sie 2022 wurde sie ausgeschlossen. Sie durfte nicht mehr arbeiten, weil sie weder geimpft noch genesen war. Sie konnte also keinen Attest vorlegen. Und das hat sie jetzt angezeigt, also angeklagt beim Verwaltungsgericht Osnabrück. Und die haben dem stattgegeben, haben es ans Bundesverfassungsgericht weiter verwiesen. Und was heute sehr, sehr spannend war, beziehungsweise gestern, dass der RKI, der neue RKI-Präsident, hat auch ausgesagt. Und es ist sehr, sehr gut möglich, dass auch das Bundesverfassungsgericht sagen wird, dass die Klägerin recht hat. Und das wäre natürlich ein Sieg für all diejenigen, die nur weil sie nicht geimpft oder nicht genesen waren, ihre Arbeit nicht mehr tätigen durften während der Corona-Pandemie, als die Impfpflicht galt. Ja, und auch dein Verlierer, der hat während Corona von sich reden gemacht und das nicht unbedingt im positiven Sinne. Ja, mein Verlierer des Tages ist Karl Lauterbach. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht oder wie es Ihnen geht, liebe Zuschauer. Ich habe ja gar kein Verständnis mehr dafür, warum Karl Lauterbach überhaupt noch unser Gesundheitsminister ist. Die Corona-Pandemie wird nicht aufgearbeitet, Fehler werden nicht eingestanden und anscheinend ist ja eh alles total glatt gelaufen bei uns im Land, was einfach falsch ist. Aber jetzt, wo sogar die Gerichte sich damit beschäftigen und wo es sogar einkassiert werden könnte, die Impfpflicht, sagt das Gesundheitsministerium weiterhin, nein, die Impfpflicht war in Ordnung, die Impfpflicht war richtig und hält weiterhin daran fest. Und ich finde, dass Deutschland nun endlich einen Gesundheitsminister braucht, der die Corona-Pandemie aufarbeiten will und sich auch um die psychischen Schäden in unserem Land kümmert, die entstanden sind. Für mich ist Karl Lauterbach nicht nur heute, sondern schon seit längerem der Verlierer unter den Ministern. Ja, und deinen Aufreger des Tages, den hast du heute selbst erlebt, sonst wärst du nämlich hier bei uns. Ja, genau. Ich wollte heute eigentlich nach Berlin fliegen, aber bin dann etwas am Flughafen gestrandet, beziehungsweise am Ende dann wegen einer Verspätung wieder ausgestiegen. Aber um jetzt hier nicht alle zu langweilen mit meinen Bahn- oder Flugerlebnissen, heute war es Flug. Ich war heute auf Standby. Hier ist mein Flugticket. Und das muss man sich so vorstellen, also man kommt zum Airport und dann wird einem gesagt, ja, schön, dass Sie da sind, aber Sie sind erstmal Standby. Das bedeutet, wenn ein Gast nicht kommt oder mehrere Gäste nicht kommen, dann darf ich fliegen. Und das ist ja völlig skurril. Also ich kaufe ein Ticket zu dem normalen Preis, komme zum Flughafen und plane meinen Tag. Und dann muss ich warten, ob ich noch mit auf die Maschine drauf darf. In dem Fall war es Eurowings. Am Ende durfte ich noch drauf, aber durch die Verspätung des Flugzeugs generell hätte es heute nicht mehr geklappt. Aber ich muss wirklich sagen, es ist ja wie, wenn ich Brötchen kaufen wollen würde. Ich gehe zum Bäcker, das habe ich übrigens da auch am Schalter erklärt als Beispiel. Ich gehe zum Bäcker, sage, ich hätte gerne 10 Brötchen, bezahle diese Brötchen. Und dann sagt der Bäcker zu mir, ja, sehr gerne, Frau Brockhaus, aber Sie stellen sich jetzt da hinten hin und dann schauen wir, welche Menschen heute noch Brötchen wollen. Und wenn dann nicht genügend Menschen Brötchen wollen, dann kriegen Sie Ihre Brötchen, aber das Geld nehme ich gerne. So ein Standby-Ticket kann man am Ende bestimmt wieder umtauschen, aber ich finde, es ist ein völliger Wahnsinn, um auf die höhere Ebene zu kommen für unseren Wirtschaftsstandort. Ja? Also vor 3 Wochen bin ich fast gestrandet mit der Deutschen Bahn, habe es gerade noch so ins Studio zu euch geschafft und heute hatte ich wieder Flugverspätung plus davor noch dieses Standby-Ticket. Ich mache mir wirklich Sorgen um den Wirtschaftsstandort in unserem Land, weil wenn es nicht mehr möglich ist, tagsüber von Berlin nach Düsseldorf zu kommen und wieder zurück, haben wir ein Problem. Ja, es ist wirklich nicht leicht. Das Universum meint es offenbar nicht gut mit uns dreien. Aber wir wollen noch mal weitere Nachrichten blicken. Ja, nächste Woche. Schockierende Zahlen gibt es heute. Ja, die Nachricht des Tages ist auch übrigens eigentlich überhaupt nicht lustig, sondern die Nachricht des Tages ist schockierend, traurig und erschreckend. Und zwar hatte Bild heute die Information exklusiv vorliegen und das betrifft das Heimsterben in unserem Land. Also wir wissen ja alle, Pflegekräfte und Heime für Pflegende werden unbedingt benötigt, ja, damit Menschen auch gepflegt werden können. Aber es gibt seit 2023 ein Heimsterben und über 1000 Pflegeeinrichtungen mussten schließen. Und das ist natürlich entsetzlich, wenn man überlegt, dass ja gerade da wir ein Problem haben, was die Pflege betrifft und natürlich auch die Alterung der Gesellschaft. Und übrigens, es gibt auch neuen Ärger für Meghan Markle. Was war da los?
Ja, Meghan Markle ist fast so ein Pechvogel wie ich heute mit meinem Standby-Ticket, denn ihre Marke ist jetzt auch erstmal auf Standby. Sie hatte eine Marmeladenmarke gegründet mit dem Namen American Riviera Orchard und die wollte sie dann beim Patentamt eintragen lassen, aber das Patentamt hat gesagt, nein, nein, liebe Frau Markle, das geht nicht, beziehungsweise sie heißt ja mittlerweile Sussex, sie hat ja den Prinz Harry geheiratet, weil man darf keine geografischen Dinge, Orte nehmen. Ja, und Meghan Markle hat jetzt erstmal also Warteschleife, was ihre Marke betrifft. Wir dürfen jetzt alle gespannt sein, ob sie nicht wieder ein Enthüllungsbuch plant, so wie Harry es bereits getan hat, weil irgendwie müssen die ja auch Geld verdienen. Oder sie benennt die Banane, sage ich, die Marmelade einfach um. Die Banane, so. Damit, liebe Lina, verabschieden wir uns von genau, hier. Wir freuen uns sehr, dich kommende Woche wieder hier an unserem Tisch an unserer Seite begrüßen zu dürfen. Liebe Grüße nach Düsseldorf. Dankeschön. Tschüss, ihr beiden. Ciao. Ciao, ciao.